Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Die Wasserqualität in Deutschlands Flüssen ist besser geworden. Zumindest dann, wenn man als Maßstab die 1970er Jahre nimmt. Was Umweltexperten aber neue Sorgen bereitet, sind neben Mikroschadstoffen aus Medikamentenrückständen auch kleinste Plastikteilchen und Plastikfasern, die keine Kläranlage herausfiltern kann. Der Rhein gilt laut einer Studie der Universität Basel als der am meisten mit Mikroplastik belastete Fluss, und zwar weltweit. Ein trauriger Rekord und eine neue Herausforderung. Stefanie Kowalewski über ein Problem, das auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen und vor allem schwer in den Griff zu bekommen ist. Die Sonne scheint. Das im Moment eher braune Wasser des Rheins fließt zügig an uns vorbei. Ab und zu tuckert ein Frachtschiff vorüber. Das Gras auf den Rheinwiesen in Düsseldorf steht hoch. Es ist schön hier. Und doch schaut Paul Kröfkes, NRW-Gewässerschutzbeauftragter beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, besorgt auf den Fluss vor ihm. Ja, man muss sich um den Rhein Sorgen machen. Wir haben so oft das Gefühl gehabt, man ist über den Berg, ne, aber jetzt hat man dieses neue Problem erkannt und das hat auch eine unglaubliche Dimension. Das neue Problem heißt Plastik. Tonnen davon schwimmen im Rhein. Ja, hier sieht man überall an den Rändern Plastikanteile herumliegen. Hier ein Stück blaue Folie, da hinten eine Plastikflasche. Wir können davon ausgehen, dass der Fluss zurzeit besonders viel Plastikmüll mit sich herumschleppen wird, weil es eben Starkregenereignisse gab und Flächen überspült worden sind. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge an Plastikmüll jeglicher Art im Fluss gelandet. Und vieles davon können wir gar nicht sehen, weil es winzige Plastikpartikel sind, kleiner als 5 mm. Mikroplastik nennen das Experten wie Birgit Kaiser de Garcia vom Lahnhof, die ich gut 40 Kilometer entfernt vom Rhein in Essen treffe. Hier hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW eine Niederlassung. Aus einer weggeworfenen Plastiktüte können auch über 120.000 Mikroplastikteilchen entstehen. Um herauszufinden, wie viel Plastik im Rhein unterwegs ist, hat das Lahnhof gemeinsam mit der Universität Bayreuth sein Laborschiff über den Rhein in NRW schippern lassen und Proben an der Wasseroberfläche genommen. Das Ergebnis ist erschreckend. In Düsseldorf sind es dann ungefähr 4,5 Partikel im Schnitt pro Kubikmeter Wasser. Und am Ausgang NRWs Richtung Niederlande, da sind es dann noch etwa 2,5 pro Kubikmeter. Das klingt jetzt nicht so schrecklich viel. Aber man muss sich vorstellen, wie viele Tausende von Kubikmeter Wasser der Rhein führt. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kamen auch Forscher der Universität Basel. Sie haben den gesamten Rhein untersucht und eine durchschnittliche Belastung mit knapp 5 Partikeln pro Kubikmeter errechnet. Das bedeutet, dass etwa 25 bis 30 Kilogramm Plastik im Rhein landen, jeden Tag. Im Jahr summiert sich das auf rund 10 Tonnen. Das gilt als höchste je gemessene Konzentration von Mikroplastik in Meereszuflüssen. Der Rhein gehört damit zu den am stärksten mit Kunststoff verunreinigten Gewässern weltweit. Und besonders schlimm ist es in NRW. Rechts und links des Rheins sind überall stark besiedelte Gebiete und überall münden Gewässer in den Rhein, die selbst schon die Frachten aus den Ballungsräumen mit sich führen. Und im Rhein kommt eben dann alles zusammen und er nimmt alles mit in die Nordsee. Doch woher der viele Kunststoff im Wasser stammt, weiß bislang keiner so genau. Eine Ursache scheinen sogenannte Fließtextilien zu sein, sagt Paul Kröfkes vom BUND. Auch viele der Jogger, die hier am Rhein an uns vorbeilaufen, tragen die meist aus Kunststoffen hergestellte Funktionskleidung. Und da hat man festgestellt, dass bei jedem Waschvorgang Zehntausende von Fasern mit dem Waschwasser abgegeben werden und dann auch im Gewässer landen. Oft fanden die Forscher in ihren Proben auch kleine Kügelchen, die in vielen Kosmetik-, Pflege- und Reinigungsprodukten enthalten sind. Der BUND hat einen Einkaufsratgeber herausgegeben, in dem Artikel aufgeführt sind, die solche Kunststoffe enthalten. Ich habe dem Gewässerexperten Paul Kröfkes einige Produkte mit ans Rheinufer gebracht, die sich vermutlich in zahllosen Haushalten finden. So, wühlen Sie sich ruhig mal durch. Er greift eine Babylotion raus. Auf der Rückseite muss irgendwo die Inhaltsangabe stehen. Hier ist was drin, Polyacrylate. Die haben halt die Eigenschaft, dass sie eine bestimmte Viskosität erzeugen, die man für eine solche Lotion braucht. Dann gehen wir mal zum nächsten Produkt. Eine Duschcreme, Limette und Aloe Vera. Oh je, da steht eine Menge drauf. Schauen wir mal.
Hier ist was, Copolymer, das ist Mikroplastik. Da ist das dann häufig so als ein gewisses Schleifmittel, das also den Reinigungseffekt unterstützen soll, drin. Unterm Strich hat der Gewässerschützer in 6 von 10 Produkten Mikroplastik entdeckt. Allein in Deutschland werden pro Jahr rund 500 Tonnen solcher winzigen Plastikpartikel für Kosmetik und Putzmittel hergestellt. Also im Produkt selbst ist das erstmal kein so ein großes Problem, aber dann, wenn es im Gewässer landet, dann haben wir das Problem. Denn die winzigen Plastikteilchen können von den meisten Kläranlagen nur unzureichend herausgefiltert werden. Und da kommt eben noch obendrauf die Menge an großem Plastikdreck. Da kommt ein Riesenstück. Schauen Sie sich das mal an. Ja, ja, also man sieht schon, ne? Keine plastikfreie Zone, wo wir uns hier befinden. Weltweit werden pro Jahr rund 150 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Mindestens 10% davon landen letztlich im Meer, kritisiert der Umweltschützer. Und die zersetzen sich dann nur physikalisch, das heißt, sie werden immer kleiner und damit immer problematischer, weil sie eben von den Meereslebewesen aufgenommen, mit Nahrung verwechselt werden. Was die winzigen Kunststoffteilchen in Tier und Mensch langfristig bewirken, ist noch relativ unklar. Überhaupt, sagt Verfahrensingenieurin Birgit Kaiser de Garcia, fischen Forscher und Umweltschützer noch ziemlich im Trüben, wie das Plastikmüllproblem in den Griff zu kriegen ist. Da steht die Forschung noch am Anfang. Man muss einfach genauer noch analysieren, die Größe der Partikel, wo kommen die Partikel her, welche Kunststoffe sind das und auch die Methodik der Probenahme wird sicherlich noch verfeinert. Auch auf dem Kosmetikmarkt tut sich was. Die Branche hat sich freiwillig verpflichtet, bis 2022 alle Kunststoffe durch unbedenkliche Zutaten zu ersetzen. Klingt gut, heißt aber auch, dass noch 6 Jahre lang Shampoos und Cremes Mikroplastik enthalten können. Außerdem kann jeder Einzelne helfen. Jede Plastiktüte weniger schützt den Rhein und das Meer, sagt Gewässerschützer Paul Kröfkes, bückt sich und hebt den Plastikmüll am Rheinufer auf. Da haben wir sie. Ein Müllsack, der fliegt nicht mehr in den Rhein, den werden wir ordnungsgemäß entsorgen. Gut. Ja.